Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch meine Weekend League Belohnungen zeigen. Und zwar habe ich in der letzten Woche, in der letzten Weekend League Gold 1 erreichen können. Gemeinsam haben wir das eben im Stream geschafft und ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber ich würde dann auch echt gerne mal endlich Elite 3 schaffen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr so geschafft habt, welchen Rang ihr erreicht habt und was ihr dann eben natürlich auch gezogen habt. Vielleicht hatte der ein oder andere... Alles klar. Vielleicht hatte der ein oder andere ja auch ein bisschen Packluck, also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde es euch auf jeden Fall gönnen. Wir haben ja im letzten Stream noch Lukaku aus den Top-Partien gezogen. Richtig, richtig genial. Und wir gehen jetzt auch schon direkt rein, ohne lange zu schnacken. Ich hasse das, wenn solche Videos zu ewig lange dauern. Deswegen hauen wir einfach die 200Ks jetzt easy raus. Come on. Es ist schon mal ein Leinwandspieler und ich hoffe so sehr auf einen Walkout. Komm, rechts Mittelfeld. No. Oh mein Gott, Robben! Oh mein Gott, was? Er dabbt! Warum dabbt der? Warum dabbt der? Hä? What the fuck? Nice, Alter. Robben baut einfach einen Dab raus. Ja, moin. Nice, Jungs. Nice, nice, nice. Wir ziehen einfach Arjen Robben Walkout. Oh mein Gott, 88er Rating. Krass. Yes, 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 endlich mal Packluck. Ich meine, wie gesagt, Lukaku in den letzten Top-Partien. Aber Robben zusammen mit Mustafi Gueye. Oh mein Gott, was ist Robben wert? Was ist Robben wert? Ja, immerhin 80.000 Münzen, das nehme ich voll mit. Alter, wir ziehen einfach Walkout Robben. Wie krass ist das? Und der dabbt einfach. What the fuck, warum dabbt der? Schreibt mir das mal in die Kommentare, warum der dabbt. Ich meine, jeder hat da so seinen eigenen Jubel. Aber hat Robben in Real Life schon öfter mal gedabbt oder was? Eieiei, richtig, richtig krass. Bürki hier auch noch, ein 84er. Alter, nice, so kann es beginnen. Das freut mich extrem, Leute. Das freut mich extrem. Ja, Mann, Alter, einfach mal Arjen Robben gezogen. Und jetzt gehen wir auch schon rein ins zweite Pack. Vielleicht können wir das Ganze wiederholen. Ich drück drauf, come on. Vielleicht haben wir wieder Luck. Vielleicht haben wir wieder Luck. Leinwandspieler müsste eigentlich gesaved sein. Genau, Leinwandspieler ist es schon mal. Komm, 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 komm. Italien. Ah, das ist Insigne, 85er Rating. Nehme ich aber auch gerne noch mit. Also Insigne, das passt eigentlich komplett. Natürlich, es ist ein 100k-Pack, da kann auch echt was Besseres drin sein. Aber wir haben einfach Robben gezogen. Das ist richtig, richtig stark. Und dadurch bekommen wir natürlich einige Coins hier raus aus diesen Packs. Zusammen mit Falcao und Garcias ist ja der Insigne drinnen. Ich schaue einfach mal nach, was der gute Mann noch wert ist. Er hat immerhin ein 85er Rating. Kostet auch seine, ja, 9.000 Münzen so ungefähr. Und Falcao ist auch ein bisschen was wert. Und ja, ansonsten haben wir hier noch Raphael drinnen. Geht vollkommen in Ordnung, Leute. Ich kann mich nicht beschweren. Ein 88er Robben Impact, der circa, ja, 80.000 Münzen wert ist. Dann noch die ganzen Spieler, wenn man die verkaufen würde und so weiter und so fort, würde man da locker 150.000 Münzen aus den Packs rausziehen. Dazu haben wir ja auch noch 50.000 Münzen durch die Weekend League einfach so bekommen. Das heißt, wir haben jetzt, ja, so circa 200.000 Münzen plus gemacht durch die letzte Weekend League. Das geht auf jeden Fall echt schlechter. Deswegen bin ich da echt richtig zufrieden. Also schreibt mir jetzt gerne auch in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Dann war es auch schon wieder von meiner Seite aus, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nehmt doch gerne noch beim Giveaway teil. Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare schreiben, um eine Chance zu haben auf 3 von 10 Euro PSN-Karten oder Xbox-Karten eben. Und dann war es mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt immer High Hopes und...